Meine Damen und Herren, ich rufe den Tagesordnungspunkt 42 auf, die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz über den Vollzug ausländerrechtlicher Freiheitsentziehungsmaßnahmen. Das sind die Drucksachen 5511 neu zu 5440 zu 5275. Und bitte als Erstes um die Berichterstatterin Faeser um Bericht. Ich weiß, Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Innenausschuss empfiehlt im Plenum mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und DIE LINKE bei Enthaltung der Fraktion der FDP den Gesetzentwurf in dritter Lesung unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19-5468 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung anzunehmen. Danke schön, Frau Faeser. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der FDP vor. Das ist die Drucksache 5753 aus 19 sowie ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD. Das ist die Drucksache 5774 aus 19. Jetzt frage ich als Erstes mal, sollen als Erstes die Änderungsanträge begründet werden? Das sehe ich nicht. Dann hat sich Frau Wallmann für die CDU-Fraktion als Erstes gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nachdem wir bereits nach der erfolgten Anhörung im Rahmen der zweiten Lesung über die Änderungsanträge der Koalition hingewiesen haben und diese ja dann auch im Innenausschuss bereits diskutiert haben, möchte ich mich jetzt nur auf ein paar wenige Anmerkungen beschränken. Erstens. Wir haben aus einer sehr indifferenten Anhörung – ich glaube, da waren wir uns auch einig – diverse Anregungen in den Gesetzentwurf bzw. in die Gesetzesbegründung übernommen. Und wir haben – darauf muss ich auch heute noch einmal hinweisen – im Gegensatz zu anderen Bundesländern ein sehr, sehr detailreiches Gesetz vorgelegt. Ich habe in meiner letzten Rede auf Rheinland-Pfalz verwiesen. Da sind das drei Absätze im § 5 des Landesaufnahmegesetzes. Und wir haben beispielsweise die Regelungen im Bereich der Telefon- und Internetnutzung und auch zum Bereich Datenschutz ergänzt, auch noch einmal die Besuchsregelungen, insbesondere für Rechtsanwälte und auch die konsularische Beratung angepasst. Ich will noch auf zwei weitere Punkte hinweisen. Wir haben in der Präambel noch einmal hingewiesen und klargestellt, dass es eine Ultima Ratio-Maßnahme ist und in der Gesetzesbegründung auch noch einmal festgestellt, dass die Einrichtung nicht für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge geeignet ist. Über diesen Punkt gab es ja durchaus Diskussionsbedarf, aber ich will dazu jetzt auch noch einmal etwas klarstellen oder auch noch einmal feststellen. Wir befinden uns in diesem Bereich bei der Bundesgesetzgebung. Das heißt, wir sind gar nicht befugt, die grundsätzliche Inhaftnahme zu regeln. Da müsste man sich an den Bundesgesetzgeber wenden, wenn man diesbezüglich etwas ändern möchte. Wir können ja nur die technische Ausgestaltung hier in Hessen der Abschiebehaftanstalt regeln. Und ich finde, man kann natürlich darüber alles diskutieren, aber sowohl der Innenminister als auch der Staatssekretär sowie auch die beteiligten Fraktionen haben dazu ja auch klar Positionen bezogen. Ich tue das jetzt hier ja auch noch einmal. Und ich glaube, die Formulierung der Gesetzesbegründung ist diesbezüglich auch klar, lässt auch keinen Zweifel, dass die Anstalt eben für die Unterbringung nicht geeignet ist. Ich möchte dann ein paar ganz wenige Anmerkungen auch zu den Änderungsanträgen machen. Die FDP hat mitunter Änderungen, die rein redaktioneller Natur sind. Ansonsten gibt es noch oder sind mitunter weitergehende Restriktionen gefordert, beispielsweise was das Thema des Ausgangs angeht. Da sind wir dann eben auch im Spannungsfeld, das diese Anhörung ja auch gezeigt hat. Sie war eben sehr indifferent. Die einen sagen, das Gesetz ist sozusagen viel zu streng ausgelegt. Die anderen sagen, es müsste viel mehr Freiheiten geben. Wir versuchen, diesem Spannungsfeld mit diesem Gesetzentwurf gerecht zu werden. Ich glaube auch, dass das die Anhörung auch bestätigt hat, dass wir das mit dem Gesetzentwurf eben auch tun. Bei der SPD sind es vor allem auch deklaratorische Ergänzungen. Vielleicht ein Hinweis, weil jetzt das Thema Seelsorge dort jetzt auch aufgeführt ist. Wir halten den Verweis auf § 32 des Hessischen Strafvollzugsgesetzes für ausreichend und werden daher die Änderungsanträge ablehnen. Noch einmal ein Punkt, der ist mir jetzt noch einmal ganz wichtig, auch nach der Anhörung im Innenausschuss.
nämlich noch einmal auf die Notwendigkeit dieser Einrichtung hinzuweisen. Das scheint mir, dass das im Haus nicht von jeder Fraktion geteilt wird und so gesehen wird. Und das wundert mich, wenn man bei der Anhörung anwesend war oder zumindest die Anhörungsunterlagen sich mal durchgelesen hat, weil der Leiter aus Ingelheim, also aus Rheinland-Pfalz, eine der Einrichtungen, die wir deutschlandweit genutzt haben, war ja zum Glück zugegen und konnte ja mal ein paar Aussagen treffen. Und er stellt halt sehr klar fest, übrigens aufgrund der personellen Situation in Rheinland-Pfalz, ist die Anstalt auf 40 Plätze maximal begrenzt. Mehr Personen können sie nicht unterbringen. Und derzeit ist es eben nicht möglich, und das gilt übrigens nicht nur für Rheinland-Pfalz, das zeigen auch Erfahrungen, die wir mit anderen Bundesländern machen, dass derzeit dort keine Haftanträge anderer Bundesländer mehr angenommen werden können. Sie können nicht berücksichtigt werden, und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch in Hessen eine eigene Anstalt haben, weil wir ansonsten niemanden mehr unterbringen könnten. Und wie gesagt, lesen Sie die Anhörungsunterlagen, dann werden Sie vielleicht dem Leiter der Anstalt in Ingelheim Glauben schenken. Das heißt, am Ende, wenn man alles resümiert, es ist dringend geboten, dass wir in Hessen eine eigene Anstalt errichten. Wir tragen damit auch einer notwendigen rechtsstaatlichen Maßnahme Rechnung. Am Ende ist Abschiebehaft, ich sage ausdrücklich, immer als Ultima Ratio, immer nur als Ultima Ratio. Über das Thema freiwillige Ausreise haben wir hier auch bereits ausführlich immer schon wieder gesprochen, ist es aber ein notwendiges Instrument. Und deswegen bitte ich um Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf. Vielen Dank. Danke, Frau Wallmann. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Blechschmidt zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Frau Kollegin Wallmann, ich bin enttäuscht. Ich sage das einmal, ich habe durchaus gedacht, dass hier in dieser Frage, wir haben eine dritte Lesung, wir haben eine Debatte gehabt, wir haben eine zweite Lesung gehabt, wo alle Punkte hier breiter diskutiert wurden, als das hier im Redebeitrag von der CDU auf den Punkt gebracht wurde, dass in dem Punkt vielleicht Schwarz-Grün sich auf die Opposition mal zubewegt, weil es geht nicht um redaktionelle Änderungen. Wer das liest, hat die Debatte zur zweiten Lesung missverstanden und auch vielleicht die Gesetzesvorschläge missverstanden. Ich habe meinem parlamentarischen Geschäftsführer gesagt, der dort ein Minus hat, das wir ablehnen werden. Ich mache das so ein bisschen davon abhängig, wie man mit den Änderungsanträgen umgeht, weil das inhaltlich begründet ist. Und bin auch eigentlich auf dem Weg gewesen, weil wir die Abschiebehaft und die Regelung, die wir als erforderlich halten, als dringend notwendig halten, vielleicht zuzustimmen. Ich werde meiner Fraktion anempfehlen, das werden wir noch abstimmen, abzulehnen, weil überhaupt nicht auf das, was hier die Opposition an Anregungen anbringt, die nicht redaktioneller Natur sind, eingegangen wird. Unmissverständlich, leider, Ultima Ratio, Frau Wallmann, Sie haben recht, ist Abschiebehaft notwendig, dass wir hier als Landtag, heute haben wir ja einen historischen Bescherungstag vor Weihnachten, dritte Lesung, auch hier nachbessern müssen und uns Ideen machen müssen, wie wir das, was Sie als indifferent bezeichnen, sondern dass unterschiedliche Gewichtungen hier in die Abschiebehaft reinbringen, haben wir uns alle Gedanken gemacht. Ich glaube, dass man gut getan hätte, das eine oder andere aufzunehmen. Ich habe das schon dargelegt. Abschiebehaft ist notwendig, Ultima Ratio. Und das Indifferente ist halt zwischen dem, dass Abschiebehaft nicht Haft ist, nicht das Eigentliche ist, sondern als Ultima Ratio auch der minderjährigen Bezug und all das, was in Änderungsanträgen von SPD und FDP geregelt wird, notwendig ist, weil wir da aufpassen müssen, dass wir nicht vermischen und insbesondere Schaden zufügen an diejenigen, die abgeschoben werden. Aber minderjährig, das ist das Besondere, und das war auch der Inhalt der zweiten Lesung, einen besonderen Schutz darstellen. Ich möchte noch einmal zum Änderungsantrag der FDP eingehen. Ziffer Nummer 1 betrifft § 2. Wir wollen klarstellen, dass Minderjährige und Familien mit Minderjährigen im Regelfall nicht in Abschiebehaft genommen werden. Zwar schließt die Minderjährigkeit eines Ausländers die Anordnung von Haft nicht generell aus. Die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs, das haben Sie auch selbst gesagt, erfordert es jedoch, dass geprüft wird, ob mildere Mittel wie die Unterbringung einer Jugendeinrichtung in Betracht kommen. Das möchten wir geregelt haben. Zur Nummer 2 unserer Gesetzes- und des Änderungsantrags betrifft die Ziffer 4. Zweck der Abschiebehaft ist die Sicherung der Ausreise. Sie verfolgt das Ziel, den Zugriff auf den Ausländer sicherzustellen. Das haben Sie etwas härter formuliert als CDU. Wir sehen, dass auch das geregelt werden muss.
weil die Gewährung von Ausgang unter Aufsicht konterkariert diesen Zweck. Denn der Ausgang unter Aufsicht erfolgt ohne Fesselung und bietet eine höhere Fluchtgefahr. Zudem birgt er Sicherheitsgefahren für die den Ausländer begleitenden Bediensteten. Das ist das, was Sie als indifferent bezeichnet haben. Aber auch das muss geregelt werden, nicht nur der Minderheitsschutz, sondern auch der Ausgang. Und deshalb unser Gesetzentwurf zu Nummer 2. Die Nummer 3 betrifft den § 14. Das ist, Frau Faeser, auch das, was die SPD favorisiert wird, nämlich die Regelung aus Nordrhein-Westfalen. Die sehen wir als dringend erforderlich an. Da bin ich schon in der zweiten Lesung darauf eingegangen. Es betrifft das Besitz und Gebrauch eigener Mobiltelefoner Maßgabe von gewissen Einschränkungen nur möglich sein soll. Wir sehen da einen Handlungsbedarf. Ich möchte dann auch auf den Änderungsantrag von CDU und GRÜNE abschließend eingehen, weil ich meine, dass das dort nicht gut geregelt ist. Nummer 4, das betrifft den § 7, und das hatte ich auch in der zweiten Lesung gesagt, dann ist ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt, der auch hier indirekt, aber schon von der Qualifikation des Justizministeriums im Strafvollzug betrifft, ist die fachliche Qualifikation der Landesbediensteten. Das wollen wir geregelt haben. Da sehen wir auch, dass es im eigentlichen Gesetzentwurf ungenügend geregelt ist. Ich möchte dann kurz auf den Änderungsantrag der CDU eingehen. Dort werden wir uns definitiv enthalten, weil das alles gut gemeint, aber nicht so gut gemacht ist. Bis auf einen Satz können wir dem Änderungsantrag zustimmen. Der Antrag enthält sinnvolle Regelungen. Wir meinen als FDP darüber hinausgehende, werden auch den SPD-Antrag diesbezüglich unterstützen, etwa zur Mediennutzung. Dieser eine Satz, der uns Bauchschmerz bereitet, hat aber leider es in sich und erklärt den gut gemeinten § 11. Ich möchte ganz kurz zitieren, § 11 Absatz 3 Satz 3 soll heißen, im Änderungsantrag hinsichtlich der Nutzung von Geräten mit Kamerafunktion gilt das in § 14 Gesagte. Und der § 14 heißt wortwörtlich, Herr Blechschmidt. Dankeschön, der Besitz und die Nutzung von Mobiltelefonen mit Kamerafunktion sind verboten. Dieser Verweis führt zu Missverständnissen. Sie führen das in der Begründung auf. Im Gesetzestext selber ist da ein Widerspruch gegeben. Vielleicht kann man das redaktionell noch verbessern. Wenn Sie unserem Antrag zustimmen, ist das weitaus inhaltlich und redaktionell besser gestaltet. Ich appelliere dann noch einmal, das eine andere, was in beiden, erlauben Sie es auch von der SPD geregelt ist, hier auch aufzunehmen, nicht einfach Nein zu sagen. Danke schön. Danke, Herr Blechschmidt. Um Verwirrungen vorzubeugen, wir haben keinen CDU-Änderungsantrag heute zur Abstimmung. Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Faeser zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kann an Herrn Blechschmidt anschließen und bin etwas verwundert, Frau Wallmann, dass Sie die beiden Anträge, Änderungsanträge von FDP und SPD so abtun, als wenn da nur deklaratorisch oder redaktionell etwas drin wäre, weil da richtig qualitative Verbesserungen drinstecken, und zwar in beiden Anträgen. Deswegen bitte ich doch noch einmal, auch darüber nachzudenken. Eine dritte Lesung ist auch dafür da, noch einmal in sich zu gehen und zu sagen, vielleicht gibt es ja doch die eine oder andere Regelung, die wir nicht so glücklich geregelt haben, und da muss noch etwas passieren. Ich möchte beginnen mit der Regelung für die unbegleiteten Minderjährigen und besonders Schutzbedürftigen. Das reicht uns eben nicht aus, was Sie in Ihrem Gesetz geregelt haben. Deswegen haben wir hier einen Änderungsantrag vorgelegt. Sie haben lediglich die Gesundheitsversorgung der Personen geregelt. Wir wollen aber nicht, dass diese Personen in Abschiebehaft kommen. Und das ist ein qualitativer Unterschied, der sehr maßgeblich ist. Ich will das nur noch einmal betonen. Und deswegen werben wir da auch um Unterstützung und freuen uns, dass die FDP das zumindest signalisiert hat. Das Zweite ist der Ultima Ratio-Grundsatz. Ich bin froh, Frau Wallmann, dass Sie das hier so erwähnt haben, dass es für Sie auch ganz entscheidend ist bei dem Gesetz und dass Sie auch eine Regelung jetzt aufnehmen. Wir meinen, dass das zu Beginn des Gesetzes gehört, weil es eben den Grundsatz betrifft. Deswegen auch da ist unser Änderungsantrag der weitergehende. Und ich wäre Ihnen dankbar, da auch um Unterstützung noch einmal zu werben, weil wir das, glaube ich, bei der Abschiebehaft sehr deutlich machen müssen. Da bin ich bei Herrn Blechschmidt. Wir als SPD finden auch, dass man notwendige Regelungen dafür braucht, auch eine eigene Abschiebehaft in Hessen. Aber so, wie das hier handwerklich gemacht hat, ist es einfach nicht gut, meine Damen und Herren. Es ist wieder einmal nicht gut gemacht.
Auch das Beschwerderecht ist nicht hinreichend geregelt. Auch das haben wir in unserem Änderungsantrag für die Betroffenen geregelt. Ich glaube, dass das wichtig ist, weil wir eben nicht von einer Strafhaft reden. Wir reden von Menschen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Die haben keine Straftaten begangen. Deswegen sind ihre Rechte so wichtig. Deshalb haben wir uns ja auch die Mühe gemacht, diese Änderungsanträge vorzulegen. Denen sollten Sie folgen. Gleichsam, wie es bei der Regelung über die Benutzung von Telefonen ist. Weil wir wollen doch, dass, wenn sie zurückgeführt werden, dass sie Kontakte in ihre Heimat haben, damit sie auch, wenn sie dort ankommen, auch gut wieder ankommen können. Deswegen sind die Telefonnutzungen so wichtig. Der letzte Punkt, den ich hier ansprechen möchte, den halte ich für sehr entscheidend. Und Herr Boddenberg, da würde ich auch an Sie noch einmal appellieren. Die Seelsorge. Frau Wallmann hat jetzt gesagt, wir haben doch einen Hinweis auf das Strafvollzugsgesetz. Ja, das stimmt. Der ist aber nicht hinreichend. Deswegen hatten die Kirchen übereinstimmend gebeten, eine ausdrückliche Regelung ins Gesetz mit aufzunehmen, weil es hier darum geht, die Seelsorger selbst zu regeln. Die wollen nämlich mit ihren Rechten dort verankert werden. Und das ist in Bezug auf das Strafvollzugsgesetz nicht geregelt. Deshalb haben wir eine eigene Regelung für die Seelsorge, so wie es die Kirchen vorgeschlagen haben, aufgenommen. Deswegen bitten wir zumindest, dass Sie vielleicht noch einmal über den Punkt 7 nachdenken, den in Ihr Gesetzentwurf aufzunehmen. Das wäre wirklich das Mindeste. Ansonsten müssen wir hier leider auch wieder feststellen, viel zu spät, viel zu hektisch, mit sehr vielen Fehlern. Wir bitten im Sinne der Betroffenen, unseren Änderungsantrag zuzustimmen. Vielen Dank. Danke, Frau Faeser. Für die LINKEN hat sich Frau Faulhaber zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für die LINKEN möchte ich eine grundsätzlich andere Haltung in diese Diskussion einbringen. Ich fange einmal damit an, dass vor zwei Wochen der Bürgermeister der sizilianischen Stadt Palermo zu Gast bei uns in der Fraktion war, Leo Luca Orlando. Er hat sehr eindrucksvoll vom Schicksal der Geflüchteten berichtet, die ja viel zahlreicher an den Küsten Siziliens stranden als hier bei uns. Wie geht nun ein Stadtoberhaupt einer Metropole, die in besonderem Maße von den Flucht- und Migrationsbewegungen betroffen ist, mit dieser Situation um? Leo Luca Orlando fordert nicht etwa bessere Abschottung an den Grenzen Europas oder Gefängnisse. Er tritt offensiv für ein Menschenrecht auf Freizügigkeit ein. Er fordert nicht die Abschiebung der Geflüchteten. Er verlangt mehr sichere und legale Einreisewege für Menschen, die nach Europa wollen. Leo Luca Orlando, der zum dritten Mal als Bürgermeister wiedergewählt wurde, hat seine Stadt für die Eingewanderten geöffnet und sieht in der Migration Chancen statt Gefahren. Meine Damen und Herren, genau für diese Politik steht auch DIE LINKE Hessen. Für Menschen in Not muss es offene Grenzen geben. Migration ist kein Verbrechen, und deshalb dürfen Menschen nicht allein deshalb in Haft genommen werden, weil sie keinen gültigen Aufenthaltstitel haben. Meine Damen und Herren, es gab zu diesem Gesetzentwurf viele äußerst kritische Stellungnahmen seitens der Diakonie, der Caritas, des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, des Hessischen Flüchtlingsrats und des Deutschen Anwaltsvereins, die wir alle teilen. Doch die nun vorliegenden Änderungsanträge sind nicht geeignet, diese ursprüngliche Bewertung des Gesetzesvorhabens aufzugeben. Insbesondere die Aufnahme des Ultima Ratio-Prinzips in § 1 des Gesetzentwurfs sind nichts weiter als Augenwischerei. Das soll das Gewissen beruhigen. Reden wir über Ultima Ratio und Rechtmäßigkeit, meine Damen und Herren. Rechtsanwalt Peter Fahlbusch aus Hannover ist ein Spezialist auf dem Gebiet des Abschiebehaftrechts, hat kürzlich eine persönliche Statistik veröffentlicht. Er hatte in den vergangenen 16 Jahren 1.400 Mandanten in Abschiebungshaftverfahren vertreten. Und 738 dieser Mandanten, das sind mehr als 50%, waren nach rechtskräftigen Entscheidungen rechtswidrig inhaftiert. Manche nur einen Tag, manche aber monatelang. Und auch deshalb sagen wir, wir brauchen keine Abschiebehaft, überhaupt keine.
Meine Damen und Herren, für den Betrieb des Abschiebungsgefängnisses hat die Landesregierung 5,5 Millionen € jährlich eingeplant. 10 neue Stellen für die Abschiebeverwaltung werden geschaffen, und da belaufen sich die jährlichen Kosten auf 682.000 €. An zusätzlichen Mitteln für Abschiebung und für angeblich freiwillige Ausreisen weist der Haushalt 2018/2019 jeweils 8,5 Millionen € aus. Es gibt viel bessere Verwendungsmöglichkeiten für dieses Geld, meine Damen und Herren, z.B. für die schulische Integration von Flüchtlingskindern oder die Sprachförderung. Und deshalb sagen wir, lassen Sie uns in bessere Aufnahmestrukturen investieren, statt noch mehr Geld in eine rücksichtslose Abschiebelogistik zu stecken. Vielen Dank. Danke, Frau Faulhaber. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Frömmrich gemeldet. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man das Letzte gerade gehört hat, denkt man eigentlich nicht, dass über Hessen geredet worden ist. Weil ich glaube, es gibt kein Land in der Bundesrepublik Deutschland, was seiner humanitären Verpflichtung in einer einzigartigen Art und Weise nachgekommen ist. Wir haben hier in Hessen, als 2015 die Flüchtlinge gekommen sind, haben wir in Hessen gesagt, ja, das ist eine humanitäre Verpflichtung. Da müssen wir Leistungen erbringen. Wir hätten uns gefreut, wenn andere Länder der Europäischen Union genauso gehandelt hätten. Wir hätten uns das gewünscht. Und dann haben wir hier uns als Koalition darauf vereinbart, dass wir in 2015 1,3 Milliarden € zur Verfügung stellen für Integration dieser Menschen und für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. 2016 haben wir dann beschlossen, 1,6 Milliarden € zur Verfügung zu stellen für Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich glaube, diese Koalition, diese Regierung braucht keine Nachhilfe, was die Frage von humanitären Ansprüchen und humanitären Leistungen angeht. Nur mal so viel vor der Klammer, Frau Kollegin. Und natürlich ist es eine schwere Diskussion, die man führen muss. Natürlich ist es für Menschen, die in Abschiebeeinrichtungen genommen werden müssen, natürlich ist das für sie ein belastender Vorgang. Aber das ist doch nicht etwas, was im luftleeren Raum passiert. Was wir haben in der Bundesrepublik Deutschland ist eine einmalige Asylgesetzgebung. Wir haben die Aufnahme von Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention und andere Regelungen. Und es gibt eben bei uns in Deutschland rechtsstaatliche Verfahren. Und wenn ein Asylantrag abgelehnt worden ist, hat jeder noch die Möglichkeit, vor Gericht zu gehen und kann diese Entscheidung vor Gericht beklagen. Aber irgendwann ist auch ein solches Klageverfahren zu Ende. Und dann entscheidet bei uns ein Gericht. Und am Ende eines solchen Gerichtsverfahrens kann auch stehen, dass gesagt wird, der Ausländer ist vollziehbar ausreisepflichtig. Das ist eine Gerichtsentscheidung, eine rechtsstaatliche Entscheidung. Und dann legt diese Landesregierung sehr viel Wert darauf, dass man versucht, dass diese Menschen freiwillig ausreisen. Das ist ja eine Belastung für diese Menschen. Abschiebung ist eine Belastung für diese Menschen, aber es ist auch eine Belastung für die Menschen, die damit beschäftigt sind, Polizeibeamte, Sozialarbeiter und andere, die damit beschäftigt sind. Also versuchen wir, darauf hinzuwirken, dass die Leute, die eben vollziehbar ausreisepflichtig sind, dass sie freiwillig ausreisen. Und dann gibt es einen ganz kleinen Teil von Menschen, die am Ende allen Aufforderungen zur freiwilligen Ausreise nicht nachkommen und auch dem Auftrag des rechtsstaatlichen Verfahrens nach Aufforderung auszureisen auch nicht nachkommen. Und das ist ein kleiner Teil von Menschen, die dann eben in einer solchen Einrichtung untergebracht werden müssen. Das haben wir bisher in anderen Bundesländern getan, und wir nehmen jetzt die Verantwortung wahr und regeln das selber, meine Damen und Herren. Ich finde das auf jeden Fall verantwortungsbewusst, dass wir das jetzt in Hessen selber machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben über diesen Gesetzentwurf ja lange geredet. Ich muss, glaube ich, auf die Einzelheiten nicht eingehen. Wir haben eine Anhörung gehabt. Wir sind auf den einen oder anderen Punkt auch aus der Anhörung eingegangen. Wir haben eine Präambel vorausgestellt und haben gesagt, wie das Verfahren insgesamt aussehen soll und dass freiheitsentziehende Maßnahmen nur zur Wahrung ihres gesetzlichen Zwecks infrage kommen. Wir haben eine Ultima Ratio-Regelung aufgenommen. Es war ein Wunsch von vielen, die in der Anhörung waren, die gesagt haben, ihr müsst klarstellen, dass eine Abschiebehaft nur Ultima Ratio sein kann, haben wir aufgenommen. Wir haben die
Wir haben in § 11 die Regelungen, was die Freizeit und den Bezug und die Mediennutzung angeht. Wir haben dann in der Begründung, Frau Kollegin Faeser, dass die Telefonnutzung, müssen Sie den alten Gesetzentwurf lesen, § 14, da ist das geregelt. In der Anhörung gab es dann Hinweise, die haben wir auch aufgenommen. Dann haben wir in der Begründung das noch einmal begründet und haben gesagt, Kameras mit der Kamerafunktion, das kann abgeklebt werden. Das ist eine Regelung übrigens aus Nordrhein-Westfalen, die wir da übernommen haben. Also, wir haben in diesem Bereich nachgelegt. Und wir haben auch die Frage noch einmal aufgerufen, was die Frage des Besuchsrechts angeht. Wir haben ausgeschlossen, dass diese die Einschränkung von Besuchsrecht natürlich nicht gilt für Rechtsanwälte und auch Vertreterinnen und Vertreter von konsularischen Einrichtungen. Und wir haben am Ende für die Gesundheitsversorgung gesagt, dass wir eine besondere Verpflichtung gegenüber Leuten haben, die besonders schutzbefohlen sind. Ich sage mal Schwangere und andere. Ich glaube, am Ende, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir Anregungen aus der Anhörung aufgenommen. Wir haben Regelungen getroffen, die ich glaube, dass wir dieser Sache auch gerecht werden. Und Frau Kollegin Faeser, ich sage es jetzt auch noch einmal am Ende, weil Sie als dazwischenreden. Wir haben in der Anhörung gefragt, wie machen Sie es eigentlich in Rheinland-Pfalz, wo die SPD diese Sachen zu verantworten hat. Da gibt es drei ganze Absätze, wo das geregelt ist. Im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz haben wir ein Gesetz, glaube ich, wo die Regelungen gut getroffen worden sind. Ich bitte um Zustimmung. Herzlichen Dank. Danke, Herr Frömmrich. Für die Landesregierung redet nun der Innenminister, Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf erhält das Land Hessen nunmehr eine gesetzliche Regelung und einen gesetzlichen Rahmen für Abschiebungshaft. Diese Abschiebungshaft in Hessen folgt damit klaren Regeln. Und, das will ich auch dazu sagen, sie folgt eigenen Regeln, meine Damen und Herren. Wir haben, ja, Frau Faulhaber, Sie haben gerade schon dazwischen gerufen. Ich komme gleich noch einmal auf Sie zurück. Wir haben eigene Regeln nunmehr festgelegt, weil wir eine eigene Verwaltungshaftanstalt, eine eigene Abschiebungshaftanstalt in Darmstadt errichten wollen. In der Vergangenheit sind Abschiebungshäftlinge auch aus Hessen auf Basis der schmalen rechtlichen Regelungen von Rheinland-Pfalz in einer rheinland-pfälzischen Abschiebehaftanstalt untergebracht worden oder auf Basis von Regeln in Nordrhein-Westfalen oder von Brandenburg in deren Abschiebungshaftanstalten. Und wir haben nunmehr mit unserem gesetzlichen Rahmen jetzt eigene Regeln. Wir haben umfangreiche Regeln, Regeln, die weit darüber hinausgehen, was eben z. B. in unserem Nachbarland gemacht wird. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung, die wir hier genommen haben, meine Damen und Herren. Wir haben darüber hinaus nunmehr weil wir eine eigene Abschiebungshaftanstalt haben werden, natürlich auch entsprechendes Personal dort vorzusehen. Und, Herr Kollege Blechschmidt, Sie dürfen davon ausgehen, dass wir selbstverständlich dort darauf achten werden, dass natürlich auch gut ausgebildetes Personal hinkommt. Sie kennen die Debatte darüber, dass wir mit einer Aufgabe nunmehr befasst sind, die eigentlich zunächst einmal bei der Verwaltung gar nicht vorgesehen ist. Die einzigen, die bei uns in Hessen im Moment Erfahrungen mit Haftanstalten haben, sind die Kolleginnen und Kollegen von der Justiz. Deswegen sind wir dort in einem guten Austausch, dass wir eben qualifiziertes Personal dort im Prinzip uns ausleihen, um die Abschiebungshaftanstalt eben auch unter diesem Gesichtspunkt qualitativ gut durchführen zu können. Ich glaube nicht, dass wir dafür eine extra rechtliche Regelung haben müssen. Meine Damen und Herren, wir haben darüber hinaus nunmehr mit dem Gesetz die Möglichkeit, vollziehbar reisepflichtige Ausländer unterzubringen, die versuchen, sich ihrer Abschiebung zu entziehen. Und das, Frau Kollegin Faulhaber, ist der Unterschied zu dem, was Sie hier vorhin gesagt haben. Nicht jeder, der hier in unserem Land sozusagen nicht bleibeberechtigt ist, wäre jeweils ein Kandidat für Abschiebungshaft. Das ist nicht korrekt und das ist auch nicht vernünftig, weil man macht den Leuten damit Angst. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Bei uns geht nur derjenige in Abschiebungshaft, wo das hier von einem Richter entsprechend festgestellt und wo wir jemanden haben, der sich voraussichtlich der Abschiebung entziehen möchte. Das ist der Grund und der einzige am Ende, der dazu berechtigt, eine Abschiebungshaft anzuordnen. Meine Damen und Herren, wir haben die Ultima Ratio-Regel hier noch einmal klargestellt. Das ist im Aufenthaltsgesetz auch entsprechend so geregelt. Wir haben es aber trotzdem in unser Gesetz noch einmal mit aufgenommen. Wir werden
Wir werden aber an den Prinzipien, die Herr Kollege Frömmrich gerade eben noch einmal vorgetragen hat, selbstverständlich festhalten. Die Nichtbleibeberechtigten werden zunächst einmal dazu beraten, freiwillig auszureisen, freiwillig das Land zu verlassen, diesen Abschiebungsvorgang allen Beteiligten zu ersparen. Und nur wenn das nicht gelingt, dann kommt es zu der Frage der Abschiebung. Und wenn dann es besondere Umstände gibt, dann nur ist Abschiebungshaft entsprechend vorgesehen. Und die Abschiebungshaft, das sagt uns der § 62 des Aufenthaltsgesetzes auch, die Abschiebungshaft ist auf eine sehr kurze Zeit zu beschränken. Und deswegen, Frau Kollegin Faeser, ist es auch ein Unterschied zum Strafvollzug, wo längere Aufenthaltsdauern in den Hafteinrichtungen sind bezüglich der Seelsorge. Religionsausübung, darüber streiten wir nicht, brauchen wir nicht zu streiten, ist auch im Gesetz angelegt. Aber die Frage der Seelsorge bei einer relativ kleinen Anstalt mit relativ kurzen Verweildauern ist nach unserer Einschätzung hier nicht erforderlich, meine Damen und Herren. Die deklaratorischen Verbesserungen oder Anregungen, die Sie gemacht haben, die hat Frau Kollegin Wallmann, glaube ich, schon angesprochen. Aber lassen Sie mich noch einmal einen Punkt ansprechen. Sie haben uns dort Vorschläge gemacht, wo wir schlicht und ergreifend seitens des Landes Hessen keine Gesetzgebungskompetenz haben. Das muss man einfach festhalten und feststellen. Wir können nicht in ein hessisches Gesetz über das hinausgehen, was der Bund in seiner Kompetenz dort aufgeschrieben hat. Und in § 62 des Aufenthaltsgesetzes ist es nun einmal entsprechend festgelegt. Und da kann ich Sie nur auffordern, Frau Kollegin Faeser, Sie sind Generalsekretärin, sorgen Sie mit dafür, dass Sie in eine Bundesregierung eintreten, dann können Sie das Aufenthaltsgesetz ändern. Das müssen Sie aber im Deutschen Bundestag machen. Das können Sie nicht hier im Hessischen Landtag, meine Damen und Herren. Ich bleibe dabei, dass wir einen ordentlichen Rahmen mit diesem Abschiebungshaftgesetz erreichen. Wir damit unsere Aufgabe auch unter dem Gesichtspunkt Akzeptanz in der Bevölkerung für die Aufnahme von Flüchtlingen, ich habe das hier in zwei Lesungen bereits erklärt, uns erhalten. Ich glaube, es ist eine wichtige Maßnahme, eine gute Maßnahme, am Ende ein gutes Gesetz. Vielen Dank. Herr Minister, vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Nancy Faeser, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Innenminister, ich nehme Ihre Aufforderung gerne mit, dass Sie der Auffassung sind, dass man das Aufenthaltsgesetz humanitärer gestalten muss. Ich glaube, für eine Tolerierung ist es der erste Punkt in Berlin. Das andere allerdings, Herr Minister, verstehe ich überhaupt nicht. Sich hier hinzustellen und zu sagen, es ist eine kleine Anstalt, es sind kürzere Verweildauern, es ist ein anderer Grund. Wenn die Kirchen hier vortragen, in der Anhörung, der Sie, glaube ich, nicht beigewohnt haben, dass eine besondere Regelung bedarf für den Einsatz der Seelsorge, dann muss man doch diesen Punkt ernst nehmen. Sie haben ja in anderen Punkten auch durchaus Dinge aufgenommen der Anzuhörenden. Und dann sich hier hinzustellen und zu sagen, da ist das gar nicht nötig, den Punkt verstehen wir überhaupt nicht. Wir werben noch einmal dafür, im Sinne der Kirchen die Regelung für Seelsorge mit aufzunehmen, weil wir sie auch hier für dringend erforderlich halten. Ich hatte mich aber wegen dem Kollegen Frömmrich gemeldet. Und ich bin auch wirklich erstaunt darüber, Herr Kollege Frömmrich, was Sie hier so vortragen. Also zu sagen, nirgendwo sei die Abschiebepraxis humanitärer als in Hessen, ist schlicht falsch. Und ich lese Ihnen dazu mal einen der 8 Punkte vor der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen. 8 kritische Thesen zur staatlich organisierten Rückkehrberatung in Hessen. Wir kritisieren erstens: Alle in Hessen verbleibende Flüchtlinge, alle, erhalten im Ankunftszentrum in Gießen bereits am zweiten Tag nach der Ankunft, noch vor der Asylantragstellung, eine Rückkehrberatung.
Die Tatsache, dass von Januar bis Juni 2017 allein 53,3 der Schutzsuchenden einen Schutzstatus erhielten, macht diese verfrühte Rückkehrberatung besonders fragwürdig, meine Damen und Herren. Sie können doch nicht ernsthaft diejenigen, die aus Bürgerkriegsflüchtlingsgebieten kommen, am zweiten Tag dazu auffordern, zurückzukehren. Was ist denn daran humanitär, meine Damen und Herren? Was ist daran humanitär? Und das ausgerechnet von den GRÜNEN finde ich schon erstaunlich. Und Herr Frömmrich, ein weiteres. Sie stellen sich hier hin und sagen, unsere Änderungen im Gesetz seien nicht notwendig für besonders Schutzsuchende. Hier zu sagen, dass Schwangere eine besondere Gesundheitsversorgung erhalten wollen, Sie haben nicht ernsthaft vor, Schwangere in Abschiebehaft zu stecken. Ich hoffe jedenfalls, dass das nicht Ihr Vorhaben ist. Das ist, da können Sie ja noch einmal etwas zu sagen. Ich hoffe nicht, dass die GRÜNEN Schwangere in Abschiebehaft stecken wollen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Es gibt keine weitere Wortmeldung mehr. Dann kämen wir zur Abstimmung. Bitte Aufmerksamkeit. Ich rufe zunächst die Änderungsanträge auf. Änderungsantrag der Fraktion der FDP. Das ist 19.5753. Wer diesem Änderungsantrag zustimmt, bitte um das Handzeichen. SPD, FDP. Wer ist dagegen? CDU. CDU und beide, die Linken und dagegen. Ja, also ich bitte doch wirklich darum, aus der Erfahrung vergangener Zeiten, hört doch ein bisschen zu. Also dagegen CDU, Bündnis 90 Grün und die Linke. Wer enthält sich? Keine. Also abgelehnt. Dann haben wir Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Drucksache 19.5774. Antrag SPD. Wer stimmt zu? SPD. Und einer von der FDP? Also, meine Damen und Herren, ich habe immer gedacht, die Demenz wäre hier oben, aber ich muss. Also, ich frage jetzt noch einmal, stimmen zu die SPD und die FDP? Dagegen? Dagegen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und DIE LINKE. Damit abgelehnt. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz über den Vollzug ausländerrechtlicher Freiheitsentziehungsmaßnahmen in dritter Lesung. Wer zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE. Dann ist das Gesetz mit der Mehrheit von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN beschlossen und zum Gesetz erhoben.